Also wir haben echt eine ziemliche Freiheit, scheinbar, aber das ganze Dorf, die geht nicht auf. Okay, kein Ding, kein Ding. Gut, warum hier länger? Das finde ich cool. Wir haben gerade eine ziemliche, also eine, es ist schön offen hier gerade alles. Und ich sehe mich nicht. Ich werde immer kleiner hinten. Hilfe. Okay. Nee, das scheint vom Dorf wegzuführen, oder? Nee, gut. Ich lasse die ganzen Erkundungstouren. Ich gehe einfach direkt dahin, wo Mayu war. Entschuldigung, Leute. Es reizt mich gerade einfach nur zu sehr, in alle Ecken verstreut zu gehen. Aber scheinbar können wir das Dorf ja eh nicht verlassen, denn sonst hätte uns dieser... Der hat sich ja gar nicht vorgestellt, also weiß ich gar nicht, wie er heißt. Hätte uns dieser Typ ja nicht gesagt, wenn ihr das Dorf nicht verlassen könnt, dann kommt zu mir. Vielleicht kann ich etwas tun. Aber er hat uns auch irgendwie anders genannt. Also keine Ahnung, wer das ist, was er ist, warum er ist und whatever. Egal, wir gehen hier lang. Hier hat sich Mayu... Fuck. Ich war irgendwie zu langsam. Mal wieder. Kommt ja selten vor. Große Risse in der Tür und rostige Stücke, Stackelbar. Die Tür kannst du einfach nicht aufmachen. Gut, die sind ja relativ kreativ, was die verblockten Türen angeht. Die Sicht gefiel mir gerade gar nicht. Wo bin ich hier? Hier rein. Anscheinend kannst du das Gebäude be... Ah. Ja, komm, gehen wir rein. Go inside, go inside, go inside, go inside. Gut, Loading, loading, loading. Warum lädt das Menü manchmal so lange? Egal, Kiru Haus, Schiebetürraum. Oh, das ist ein bisschen kompliziert, hier überhaupt alle Wege zu finden. Gut, ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ich gehe einfach weiter. Vorhang. Warum fängt sich das zweimal an zu drehen? Warum geht der Film an? Alter Projekt, nein, Film ansehen. Ja, komm, ansehen. Was? 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 Statt da nicht gerade ansehen? Naja, da wollen wir den ganzen Film abspielen. Filmrolle wählen. Ja, komm, hau rein. Ja. Okay, und jetzt, was stand da gerade? Achso, herausnehmen. Gut, dann schauen wir doch mal. Was auch immer da geschieht. Was zum Henker? Sind das jetzt, waren das jetzt wieder Seile oder war das irgendwie... Jetzt waren Seile, okay. Ist es nur das Worker-Ritual oder irgendwas Neues, Krankes? Wir schauen uns mal hier weiter um. Nein, nicht da lang. Da ist eine Tür noch auf jeden Fall. Hier ist ein Vorhang. Ein schwerer Stoff wiegt sich im Wind. Ich gehe einfach mal der... Scheiße. Ich gehe einfach mal der Annahme nach, dass wir hier richtig sind. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Aber hier ist auch verdammt groß einfach. Also man kann sich hier leicht verlaufen, habe ich das Gefühl. Jedenfalls habe ich mich gerade, glaube ich, ziemlich verhaspelt. Da liegt was. Auf dem Boden ist etwas. Kräutermedizin. Sehr schön. Kann man immer brauchen. Vor allem in diesem Spiel. Da war noch eine Tür. Ich spiele so unglaublich vorsichtig. Es tut mir leid, Leute, aber... Da war doch was. Gut, ich kann nicht sehen, ob hier irgendwas liegt. Warte, das machen wir anders. Gucken wir so rein. Nee, sind nur Kisten. Zu denen Mio irgendwie nichts zu sagen hat. Ist nichts mehr zu sagen? Ma, Mio, da sind Kisten. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Nö. Findet sie total uninteressant. So uninteressant, dass sie nicht mal etwas dazu sagen will. Gut, then. We go upstairs. Irgendwie, dass das Dorf so groß ist und so offen, kommt da eine wesentlich, finde ich jedenfalls bis jetzt, unheimlichere Stimmung rüber, als es im ersten Teil war. Ich kann mir nicht helfen, warum, aber irgendwie... Nicht, dass der erste nicht gruselig war, ganz im Gegenteil, der war schlimm. Aber trotzdem, der zweite, der haut irgendwie rein. Also noch mehr rein. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. Wir gehen... Okay, da lag was, oder? Liegt da was? Oder sieht das nur so aus? Doch, auf dem Boden ist ein Verbindungskorridor, glänzt etwas. Okay, warte, Moment. Das heißt, hier ist irgendwo ein neuer Geist in der Nähe. Egal, lass uns ranhören. Thank you.
wenn ich anmerken darf, diese Radiosequenzen sind sehr psycho und machen mir Angst. Aber gut, na toll. Okay, gehen wir ein anderer Weg war ja noch frei irgendwo. Mio, wo bist du? Mario, Mio, wo ist deine Schwester? Das wollte ich sagen, genau so. Also, dass hier auch kein Geist kommt oder so, macht mir... Da liegt noch was, okay. Ich hoffe, ich werde mich hier zurechtfinden. Kamera, Zubehör und Film gefunden. Power-Up-Linse. Halt! Bleibt stehen! Hält die Bewegung eines Geistes zeitweise auf. Benötigt zweimal Spirulänge verlängern. Upgrade verlängert Dauer. Hält die Bewegung und fotografiert des Geistes halt auch, ne? Blablabla. Mhm. Solange dieser Effekt wirkt, halt die Geist immer. Hält der Geist immer wieder inne, wodurch es leichter wird, einen Schnappschuss zu machen. Besonders hilfreich gegen schnelle und unberechenbare Geister. Ach so, sowas kommt also auch noch. Na, ganz toll. Eine Frage nochmal. Mit diesen Zusatzfunktionen hier, diese Power-Up-Linsen da. Ist das auch wieder so? Also pro Einsetzen zweimal spiritual verbrauchen oder jeweils? Also einmal benutzt, einmal einfügen und dann hat man das für immer weg. Folkloristnotiz 2. Sehr schön. Die Schutzgottstatuen in dieser Gegend sind etwas anders. Die tragen die Gravur vom Schreinzwillingen. Die Dorfkinder sagen, die Statuen seien zu Ehren der Götter des Dorfes. In einem Buch aus dem Haus werden die Statuen mit einem Purpuropfer erwähnt. Vielleicht hat das verbotene Ritual mit diesem Purpuropfer zu tun. Aha, also kommen wir, glaube ich, dem Crimson Butterfly etwas näher. Nichts Besonderes mehr, hier ein kleiner Tisch. Da steht eine Lampe, siehst an, das ist schön, ein Schreibtisch. Der steht da, das ist schön. Nein, das hatten wir schon mal. So, nichts mehr hier. Dann gibt's ja nur noch hier diesen Weg. Der verschlossen zu sein scheint. Gut, dann wüsste ich nicht, dass ich hier noch irgendwas tun kann. Dann gehe ich mal wieder raus. Okay. Ich habe das Gefühl... Oh, sie hüpft die Treppen runter. Mio, warum so fröhlich? Du hast keinen Grund, fröhlich zu sein. Deine Schwester ist weg. Und Geister sind überall verstreut. Ja, rausgehen. Das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen, dass ich hier überall in Häuser reingehen kann und wieder raus. Wann, wie ich will, wie ich gerade lustig bin und Zeit habe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da geht's wahrscheinlich nicht lang. Nee. Mio kann nicht über Gras laufen. Denn Gras ist hier zu hoch. Der Gärtner war noch nicht da. Erst dann kann sie rüberlaufen. Ich denke die ganze Zeit, da liegen welche Sachen. Es geht runter. Down, 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 down. Da geht's wieder hoch. Und da geht eine Cutscene. Warum machst du das? Ich hoffe, das war jetzt nur dieser Geist. Nein, natürlich nicht. Da. Oh Gott. Hallo, du da. Ich mag dich nicht. Bumm. Hast du viel Leben? Na, geht, ne? Es sind wieder mehrere. Das ist voll unfair. Ja. Ich krieg keinen Zero-Shot hin. Keine Ahnung. Aber zentrale Bilder scheinen auch viel Schaden zu machen, wie es aussieht. Aber ich glaube, ich muss echt den Kopf anvisieren. Das sieht gerade stark danach aus, jedenfalls. Ja, gut, komm her. Also, das lädt sich scheinbar nicht auf, wenn ich zentral halte. Das lädt sich nur auf, wenn ich nah an denen dran bin. Umso näher, umso mehr Schaden scheinbar. Oh Gott. Oh Gott, habe ich getroffen noch? Ja, Glück gehabt. Glück gehabt da. Hammer da. Okay, noch mehr? Nee. Gut, und jetzt hier. Ich habe doch gerade ein Foto von dem Ding gemacht. Wieso hat das nichts bewirkt? Oder hat's doch was bewirkt? Ja, jetzt. Nochmal. Knips. Und, was sagst du mir? Ja, jetzt, geht doch. Oh, Purpurschmetterlinge. Etwas scheint auf dem Foto zu sein. Purpurschmetterlinge. Ja, das ist Purpurschmetterlinge. Wahrscheinlich geht die nicht auf, oder? Da
das Schloss klemmt. Links und rechts von der Tür sind Ornamente, die zwei Menschen darstellen. Wo sind denn da Menschen dargestellt? Okay, in den Ornamenten sind Schlitze in die Fläche, in die flache, eckige Schlüssel passen. Ah, okay. Jetzt muss ich auch mal überlegen, wo könnten wir denn hin? Wo könnten wir denn jetzt hin? Das frage ich mich, denn ich weiß es gerade. Ach, da geht was hoch, okay.